Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. Ja, und damit willkommen zu der zweiten Episode. Wir gehen weiter nach Washington. Vor kurzem haben die Behörden einen Ring von Saurierwildern zerschlagen. Okay, das war zu schnell weg. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um dich einzuweisen, aber wie du weißt, ist die Situation im Fluss. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aber ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein wilderer Lager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Ja, und damit willkommen zu der zweiten Episode. Die Saurier sind immer noch unruhig, Dr. Dua. Sie zu betäuben scheint zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein. Okay, so schnell und so sicher wie möglich. Können wir auch gleich mal machen hier. Und die Gehege sind ja mal viel zu klein hier. Na, ja, nicht noch weiter kaputt machen. Nummer 2. Aber dass ihr stinkig seid bei so wenig Platz, kein Wunder. Na, komm. Rückbleiben. Okay, ich glaube, es waren nur die zwei, oder? Eine Firma hat wichtige Angestellte. Ja, okay. Wie mich. Und wichtige Gebäude, ohne die nichts rund läuft. Bauen Sie also für den Anfang ein Eingangsgebäude, ein Kontrollzentrum und einen Notfallgenerator für die Stromversorgung. Okay, also Ankunftsort. Da kommen immer die Externen an. Kontrollzentrum, wie der Name schon sagt. Ist quasi unser Headquarter. Das werden wir da hinten platzieren. Und Notfallgenerator für den Strom. Den platzieren wir mal weiter hinten. Und hier wollen wir hier den ganzen Mist hier abreißen. Denn mit den Gehegen können wir hier mal gar nichts anfangen. Das ist ja alles andere als irgendwie tierfreundlich. So, weg damit. Gut, dann. Ich würde sagen, machen wir es mal hier so. Hier zur Baugrenze. Also das hier ist die Baugrenze. Und fahren dann so rum. Wunderbar. Dann brauchen wir noch ein Tor. Das werden wir dort platzieren. Wasser haben wir hier drin, aber das werden wir noch ein bisschen schöner machen. Ich hätte das Wasser gern hier so. Das hätte ich gern entfernt. Und wir brauchen noch Unterstützungsanlage. Na, die passt jetzt natürlich hier nicht rein. Habe ich mal wieder gut gebaut. Aber weiter, hier hinten. Machen wir das mal so. Und dann machen wir noch einen Weg. Ich kann hier straight. Ich will keine Kurve machen. So, danke. Okay. Okay, nicht schlecht. Dann die zwei da. Gar nicht schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Danke. Und ich darf das. Wir brauchen aber auch eine Unterstützungsanlage. Unterstützen Sie die Bauarbeiten so gut es geht. Verstanden? Unterstützung? Egal, lassen wir das. Er ist nicht witzig.
Kann ich jetzt hier... Ach ja, UI ausblenden. Das will ich mir jetzt geben, wenn die da reinkommen. Das ist bestimmt richtig so. Das wird auch in echt so funktionieren. Naja, Details, aber ansonsten echt schön hier. Ich hätte gern die Originalzäune vom ersten Jurassic Park mit den Blinklichtern da oben. Na, wer kommt als erstes? Er da. Moin! Du schaust aus wie ein Teufel. Teufel in Dino-Form. Na du. Moin, Kollege. Okay, dann schauen wir mal, dass es euch gut geht. Wir müssen die Saurier in die neuen Gehege bringen. Die, die wir bereits gefangen haben? Ja, korrekt. Und sie sollten wach sein und sich möglichst wohlfühlen. Da ziehen wir mal hier hin. Jetzt haben wir da übrigens ein kleines Geißlein. Der erste Film des Grüßen. Als Futter für die beiden. Okay, kommt hier doch schon mal rein. Und da werden wir jetzt mal zugucken. Wer das nicht sehen will, einfach nicht hingucken. Ja, doch nicht so ein Hunger, hä? Ja, ist schon ein bisschen hart, ne? Aber gut. Das sind halt echt große Dinos. Wie die sitzen, das sieht ja auch geil aus. Und diese Arme, die sind einfach viel zu klein. Na, bist du lieb? Oh, du bist lieb. Oh, Foto machen, Foto machen, Foto machen. Direkte Steuerung. Das kann ich gerade mal machen. Der ist nicht glücklich. oh, cool. Fast 70.000. Ja, dann Abmarsch mit euch. Fahrt's mal raus hier. Wie geht's dir? Fehlender Sand? Ja, das ist kein Problem. Das kriegst du von mir. Hier schön sandig, wenn du das magst. So. Heute hast du Sand. Wasser könnte noch ein bisschen mehr sein, hä? Ups, Entschuldigung. Machen wir das so. Ja, jetzt wird er betäubt, weil das Auto angegriffen hat. Ja. Aber der wird dann gleich wieder aufwachen. Hier hinten werden wir die Bäume mal entfernen. Sieht nicht so schön aus im Wasser. Und ein bisschen mehr Grün hätte ich schon gern. Dass hier jetzt fahl aussieht. Okay, wo ist der andere Kollege? Wo bist du jetzt? Ich will mal ganz kurz räuspern. Entschuldigung. Ach, da hinten ist er. Hi, du. Bist du noch happy? Ja, du bist müde, aber happy. Komfort von 80. Stellen Sie sicher, dass Sie keine seiner Beobachtungsgalerie für Forscher aus sichtbar sind. Der ist auch noch. Okay, machen wir das mal. Kann man eigentlich gerade da platzieren. Jetzt noch einen kleinen Weg hier. Machen wir jetzt mal komplett straight hier. Wobei. Okay, und dann hier so eine Kurve. Naja. Kann ich eigentlich schon Deko bauen? Geht das? Ich kann. Oh. Es gab hier gefährliche Tiere.
Das stimmt, Mr. Finch. Wir wissen, wo sie waren. Aber jetzt, Mr. Grady, müssen wir herausfinden, wo sie sind. So wie ich meine Saurier kenne, würde ich sagen, sie sind da lang. Und kennen Sie Ihre Saurier, Mr. Grady? Besser als sonst jemand. Aber dies sind nicht Ihre Saurier per se. Nun, da werden Sie mir wohl einfach vertrauen müssen. Ja, okay. Dann suchen wir mal. Sieht vielversprechend aus. Nicht, dass ich irgendwas versprechen würde. Und genießen dabei die wunderbare Landschaft. Alles deutet in diese Richtung. Ah, ist natürlich überhaupt nicht vorgegeben. Saurier sind auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Wo immer sie hingehen, jetzt habe ich ihn verscheucht. Da kenne ich noch jemanden. Dr. Malcolm? Denn der Kerl, da kann man wirklich von einem Ego sprechen. Im Gegensatz zu... Ja, ein gewisser liebenswürdiger Tierverhaltensforscher mit ganz besonderer Bescheidenheit. Oh, ich kann hier drin sitzen. Das wusste ich gar nicht. Ich wollte Zielmodus machen. Kann ich kein Foto machen? Oh, ich will ein Foto machen. Darf nicht. Schade. Or a postcard. Now there's an idea. Send me a postcard, y'all. That sure would make my day. Ich glaube, wir sind nah dran. Hallo. Ja, ich gehe ja schon weg. Ah, was für ein Ausblick. Sieht das mal mega aus. Ja, geht das nächste? Ja. Sei einfach auf alles gefasst, okay? Ja. Oh mein Gott. Die ganz Großen. Da muss ich jetzt erstmal hinfahren. Auch wenn ich hier irgendwo nach rechts muss. Oh, wow. Wie riesig. Krass. Ist einfach schön. Einfach schön. Okay. Müssen wir da hinten irgendwo hin? Gehen wir erstmal da hin. Ach. Warte mal. Signalpistole. Was kann ich jetzt damit machen? Zielmodus. Okay. Was auch immer mir das bringt. Hey, da kannst du wieder einstecken. Alles gut hier. Überfall! Sei schnell, aber nicht zu schnell! Du bist im Ausweg aus! Bewegung, los! Owen. Der sieht nicht gesund aus. Owen, alles in Ordnung? Was ist los? Bin gerade beschäftigt. Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Ja, wenn es meine Nerven beruhigt, das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. Wir haben einen Hubschrauber bereitstehen, der versuchen wird, das Tier aus der Luft zu betäuben. Versuchen? Versuchen? Wir brauchen einen Erfolg, Dr. Dua, ehe es Grady und die anderen frisst. Bitte sagen Sie das nicht. Sie glauben an das Tier, nicht wahr? Wollen Sie, dass ich lüge? Oh Mann, ich hasse den Typ. Oh, da hinten ist er ja. Wäre das dämlich, wenn ich zuerst ein Foto mache? Wo ist denn das Auto jetzt hin? Na, geh bitte nicht in den Wald rein. Ich mache jetzt erst ein Foto. Was für ein Schnappschuss. ich würde gern... Zugmodus mit R. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Jetzt warte ich aber, bis du aus dem Wald draußen bist.
Nee. Nicht wundern, dass ich nicht direkt auf ihn ziel, weil der Pfeil geht immer woanders hin. Shit. Jetzt. Okay, es wird nichts. Wir müssen hier näher ran. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Langsam wird's eng. Ja, komm. Habe ich ihn zweimal? Ja, Gott sei Dank. Owen, Wie ist der Status? Wir sind nah dran. Wir haben fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Ich informiere Dr. Dua. Ja, ich? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Stichwort Gehege. Jetzt gehen wir mal kurz in Pause-Modus. Da bräuchten wir eins, weil ich glaube, wir sollten den nicht da reinlassen. Oh, da habe ich jetzt aber nur noch wenig Platz. Abreißen. Dann werden wir das anders bauen. Und dann da anknüpfen. Okay, dann wollen wir auch noch ein. Oh ja, das Tor passt da rein. Dann die Galerie. Ja, wird schon passen. Ein Posten. Wir machen den ein bisschen. Dann Futter. So ein Geißlein. Und wir brauchen Wasser. Eigentlich gerade da so verbinden. Und hier gerade zuweisen. Dann wäre das hier vorbereitet. Die Straße machen wir auch noch gerade. Gut, dann. Wo ist der Dino? Da hinten. Transport. Einmal. Zweimal. Und wieder auf Play. Was wir dann schon mal brauchen, ist, genau, paläomedizinische Anlage. Das sind so quasi die Doktoren für die Dinos. Ich glaube, das werden wir. Oh, das. Und auch die kann man dann bei den Posten hier zuweisen, dass sie da regelmäßig vorbeischauen. Um zu gucken, ob es ihnen gut geht. Weil die Dinos kämpfen auch ab und zu miteinander. Und können sich auch so verletzen. Oder entwickeln Allergien etc. Und was ist mit den Pflanzenfressern? Was ist mit denen? Sie können bleiben, solange sie sich von jeglicher Zivilisation fernhalten. Sie überleben auch ohne unser Eingreifen in der Wildnis, nicht wahr? Wenn sie Zeit haben, sich anzupassen, dann ja. Ich schätze, daran werden wir uns alle gewöhnen müssen. Saurier, da draußen in freier Wildbahn. Sind das Ihre Worte oder die der Regierung? Ich bin die Regierung. Naja. So, das ist dieses medizinische Fahrzeug. Und hier hinten werden die Dinos dann behandelt. Das haben wir dann bei dem großen Dude. Ganz schön windig. Dann eh gleich mal hören. Schauen wir uns doch mal an, wie hier die Ansicht ist. Boah. Ah, die haben Chillen da hinten. Ja, okay. Und da kommt er an. Den werden wir uns auch gerade mal angucken. Moinsen!
Du siehst wirklich nicht gut aus. Wer hat dich so zugerichtet? Aua. Sogar der Boden nackelt so ein bisschen. Ne. Okay, machen wir mal weiter. Er ist im Gehege und eine Statusprüfung soll man machen. Wo ist denn der Ranger? Ranger, mach mal. Check den mal bitte. Und Mr. Doktor, kannst du eigentlich auch gerade mal checken? Naja, kann ich noch nicht. Der muss vermutlich erstmal sagen, du guck mal, der ist verletzt. Und dann kommt er da. Hau mit dem mal mit. ...50-50 Chance, dass das Auto angegriffen wird. Ja, fahr nicht so nah ran. Ja, genau. Ich interpretiere das Leiden. Ich brauche eine paläomedizinische Anlage, um den Zustand des Sauriers zu beurteilen. Und jetzt kommen auch die. Wir brauchen einen vollen medizinischen Scan. Ich will verstehen, was da schiefgelaufen ist, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. So, und der Kollege hätte gern mehr Wald. Das kann er hier haben. Freiraum grenzwertig. Aber ist noch im grünen Bereich. Ah, jetzt wird er auch schon betäubt. Wegen dem Angriff. Gut, das ist jetzt gar nicht mehr so schlecht, wenn der jetzt betäubt ist. Ja, dann können wir ihn gerade mitnehmen. Ups. Und hier hinbringen. Das hätte man sonst... Ah. Jetzt haben wir keine Wissenschaftler für die Behandlung. Sollen wir das mal wegmachen und sagen, ja, bring ihn trotzdem dahin. Dann werden wir uns mal Wissenschaftler holen. Für Wohlbefinden. Der hat, also sie hat 3. Das ist schon mal gut. Und wer ist der nächste höhere? 2. Auch 3. Okay. Ach shit. Sorge dafür, dass alles aus. Kann ich das noch abbrechen? Lass es aber nicht aufwachen, während du da transportiert wirst, oder? Ich mache jetzt schon Sachen, wo die Mission mir noch gar nicht sagt, dass ich es tun soll. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Das sieht so schlimm aus. Bei dem Gebäude auch in die Ego-Perspektive. Startpunkt. Kann da rein. Ich kann da rein. Nice. Komme ich eigentlich hier wieder raus? Nee. Ich bin hier gefangen. Oh, ich komme auch nicht mehr wieder rauf. Hallo. Wacht auf. 0. Ja, hier bitte nicht. Okay. Wissenschaftler. Wir hätten eigentlich Nein gebraucht. Also okay. Und jetzt wird der hier behandelt. Das würde ich mir nochmal angeben. Anschauen. Zwar werden alle Wunden mit diesen Spraydingern behandelt. Ganz moderne Medizin. Oh, was für ein Gebiss, ey. Oh, diese Krallen. Krass. Okay, gehen wir hier mal wieder raus. Das braucht jetzt einen Moment. 1,5 Minuten. Und dann müssen wir mit dem Lufttaxi wieder abholen und hier reinbringen. Der ist schon wieder betäubt.
Ich glaube, das ist nicht gesund, wenn das regelmäßig passiert. Eventuell, mal überlegen, ob wir den Posten hier nicht woanders hin machen. Das ist nur der Anfang, da kommen dann noch später die Fahrzeugtouren, die Monorails. Ja, es hat ja auch Züge. Und nur so viel spannende Dinos. Ah, ich freue mich. Okay, wir werden da mal ein bisschen vorspulen. Die Motorgeräusche sind dann aber echt komisch. Treibstoff haben wir auch noch genug. 7 Minuten, bis wir da nachfüllen müssen. Gut, wir haben auch gar Geldproblem. Die Handlung fertig. So. Dann darfst du hier wieder rein. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ah, das klingt irgendwie so hart, ne, mit der Produktabholung. Es ist ein Tier. Kein Produkt. Klar, für Ingen ist ein Produkt, aber... Naja. Oje. Du hast ja nicht mal gekaut. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Krass. Da kommt schon das nächste. So, also mein runter den guten. Aber immer noch die Wunde hier dran. Wunden heilen am besten, wenn man sich ausruht. Und wenn man es bequem hat. Bei mir klappt das immer. Bei den Sauriern vermutlich auch. Da haben Sie ganz recht. Au. Meine Ex sieht das anders. Hm. Ja. Wie auch immer. Transportieren Sie das Tier sicher in sein bequemes Gehege. Ja? Habe ich schon gemacht. Bin schneller als ihr. Oh, das war's schon. Bundesstaat Washington. Okay, dann werden wir uns noch den Abspann anschauen und dann geht's weiter in der nächsten Episode. Und die Kampagnen-Episoden bis auf die letzte Mission, glaube ich, sind alle recht kurz. Im Chaos-Modus wird es dann lange dauern. Da sind wir dann ein paar Stunden dran, an einem Park. Also, schau mal, was jetzt noch kommt. Wir haben dafür gesorgt, dass sich die Saurier im Wald gut entwickeln können. Zuerst glaubte ich, dies sei das Beste. Dann haben wir realisiert, dass Wälder ein Fünftel der Landmasse der USA ausmachen. Und fast 40% von Kanada sind Wildnis. Mit der Naturschutzbehörde und der CIA haben wir dafür gesorgt, dass sich die Saurier wohlfühlen. Mitten im Wald. Ich hoffe, die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Denn die Saurier wissen das. Definitiv. Tja, weiter geht's in Pennsylvania in der nächsten Episode. Also, ciao!